Und knapp 70 Kilometer von Kiew entfernt liegt das ehemalige Kernkraftwerk Tschernobyl, vor 36 Jahren Schauplatz der bisher größten Katastrophe in der Geschichte der zivilen Nutzung von Atomkraft. Wir haben ja gerade eben ein paar Bilder von dort gesehen oder zumindest Bilder, die von dort stammen sollen. Bei ihrem Vormarsch auf die ukrainische Hauptstadt haben russische Truppen offenbar die radioaktive Sperrzone rund um den Meiler unter ihre Kontrolle gebracht. Das wird jedenfalls übereinstimmend berichtet. Und hier sehen wir noch mal die Bilder, die sollen gestern russische Panzer vor der Atomruine zeigen. Die Strahlung in der Sperrzone sei allerdings normal, heißt es heute aus Moskau. Dem widerspricht allerdings die ukrainische Atombehörde. Die Strahlung habe zugenommen, weil die schweren Militärfahrzeuge radioaktiven Staub aufwirbelten. Und zu dem Thema frage ich den Nuklearexperten Michael Seiler. Guten Tag. Ja, guten Tag. Können Sie sich zunächst erklären, warum Tschernobyl überhaupt zum Ziel der russischen Truppen ist? Denn nach dem, was wir hören, gehen die Truppen ja sehr gezielt vor und haben bestimmte Punkte im Visier im Land. Ja, das Problem sind ja nicht die Radioaktivitätsmengen, die möglicherweise jetzt ausgetreten sind, sondern auf dem Gelände sind sehr große Radioaktivitätsmengen, und zwar weniger von dem havarierten Reaktor als von den drei anderen Reaktoren, die ja bis vor 20 Jahren betrieben worden sind. Wenn jetzt jemand einen Großangriff gegen die russische Invasion machen würde, würde er in Tschernobyl dazu beitragen, dass große Mengen Radioaktivität freigesetzt werden, indem Gebäude mit den Lagerstätten beschädigt werden. Und wie schätzen Sie jetzt die widersprüchlichen Angaben zu der erhöhten Strahlung ein? Das kann durchaus sein. Solange kein Gebäude beschädigt ist, ist es noch kein Problem. Das Problem ist dann, wenn die Brennelemente, die abgebrannten Brennelemente, die in verschiedenen Gebäuden dort gelagert sind, wenn die massiv zerstört werden, dann wird es eine massive Freisetzung geben. Wenn jetzt andere Gebäude aus der Reinigung des havarierten Reaktors beschädigt werden, wird es zu kleineren Freisetzungen kommen. Die Frage ist, wenn dieses Gebiet ohne Kontrolle ist, dann werden auch die Brennelemente nicht mehr sauber gekühlt und dann gibt es massivere Freisetzungen. Das heißt, wir reden nicht, was ist jetzt rausgekommen, sondern was wird die nächsten Tage rauskommen. Bei der Sicherung des Sarkophags handelte es sich ja um eine Jahrhundertaufgabe. Wie sicher ist es denn, dass keine Strahlung in die Außenwelt dringt? Es hängt vom Beschuss ab. Und die meiste Radioaktivität ist nicht im Sarkophag, sondern ist in den Lagergebäuden für die abgebrannten Brennelemente der anderen drei Reaktoren. Das ist viel mehr, als im Sarkophag drin ist. Wenn diese Gebäude beschädigt werden, dann werden wir wirklich massive Freisetzungen bekommen. Vielen Dank für das Gespräch an den Nuklearexperten Michael Seiler.